No, you don't. No, you don't. No, you don't. No, you don't. Oh, da ist noch ein Bauarbeiter. Okay, das erklärt's. So, ist jetzt die Frage, war das jetzt endlich alle? Oder müssen wir jetzt wirklich warten, bis die beiden Kinder erwachsen werden? Ah, das ist grausam. Passt schon. Du kannst trainiert werden. Okay, er ist schon mal erwachsen. Ah, sieht nicht danach aus, als ob sie doch irgendwo wären. So, ist sie noch? Und fertig. Gut. Durch den Sieg über die Skrälinge konnten wir für den Tod unserer fremden Kameraden Rache nehmen. Für jene Helden Norwegens, die ein Sturm vor mehreren Wintern an die Küste dieses sagenhaften Landes gespült hatte und die hier durch die Hand der Skrälinge ihr einsames Ende fanden. Ja. Mission erfüllt und wir können uns ins Hauptmenü zurückziehen. Ja, Volk der Windländer hat diese Welt verlassen. So wie die Räuber. Gut. Dann gehen wir zurück zum Hauptmenü. Und gehen gleich in die nächste Mission. Der Krater. In deinem hohen Gebirge befindet sich ein Krater, der ein gut gehütetes Geheimnis birgt. Auf der Suche nach dem Dorf der Wienländer waren wir weit nach Westen ins Landesinnere vorgedrungen. Wir hatten die große Wüste hinter uns gelassen und konnten von unserem Lager aus eine hohe Gebirgskette erkennen, die sich über den gesamten westlichen Horizont erstreckte. Tyker, der die scharfen Augen eines Seeadlers besaß, beobachtete von unserem Lager aus eines Nachts einen hellen Lichtschleier, welcher das Gebirge an seinem höchsten Punkt überstrahlte. Eilig ließ er nach meinem Vater rufen, um ihm dieses seltsame Phänomen zu zeigen. Mein Vater war sicher, dass es sich dabei nur um das Licht eines Sonnensteins handeln könne. Im Morgengrauen schickte er daher Späher aus, um zu erkunden, was er in der Nacht gesehen hat. Als die Männer zurückkehrten, bestätigten sie die Vermutung meines Vaters. Hinter dem Gebirge hatten sie einen Krater entdeckt, in dessen Innerem Wienländer ein tempelartiges Gebäude errichtet hatten. In diesem Gebäude bewahrten sie einen strahlenden Sonnenstein auf, der größer und heller war als alle, die wir bisher entdeckt hatten. Der Zugang zum Tempel wurde von zahlreichen wild bemalten Kriegern bewacht, die aussahen, als wäre mit ihnen nicht zu spaßen. Es würde nicht einfach werden, diesen Stein zu erobern, aber wir mussten es unbedingt versuchen.
Ja, zerstöre die Anstätte und erobere den Sonnenstein. Gut. Kurz pausieren. Musikoption. So, das sollte hier alles wieder geregelt haben. Ach, wir haben schon Jäger und Wohnzelte. Drollig. Was wir gerade nicht haben, ist ein Kundschafter. Deswegen stelle ich dich mal als Kundschafter ein und irgendwie ist es jetzt doch zu leise geworden. Ja, will. Ja. Gut. Dann sehe ich die Grünfläche hier unten, lädt fast schon für den Bauernhof ein oder die Grünfläche hier oben. Ich würde eher sagen hier. Hier. Und unseren Holzfäller hier. Nebenarbeiter hier. Ja, weil wir haben jetzt wieder einiges zu tun. Ja, wie man sehen kann, ist das wieder eine militärische Mission. Ja, und wir haben Wienländer, die gegen uns sind. Gut, ich werde erstmal alles in unserem Gebiet hier erkunden. Denn wir brauchen ja mal wieder Eisen. Und all das Zeug. Das sieht schon mal aus nach einem Berg. Oh, da sieht das nach einem Kartenrand. Also, was das hier auch immer ist, es ist wertlos. Das heißt, wir schwenken hier zurück, gehen hier hoch und gehen da oben lang. Sobald Björni erwachsen ist, machen wir da weiter. Gut, wir haben hier Wüste, aber wir können in der Wüste bedingt bauen. Ja. So, die Schule direkt neben das Hauptlager. Nur nimmst mal die Bären und isst dich an denen satt. Hier haben wir Schafe, das heißt, unsere Schäferangelegenheit wird nach da oben gelagert. So, du hast Bauarbeiter erlernt, das ist gut. Und ja, sollten wir von Wienländern angegriffen werden, müssen wir halt die Glocke läuten. So, du hast Jäger erfunden, das ist auch gut.
Ah, wo ist Björni? Da ist unser Holzfällerzelt. Fertig. Da sind jetzt zwei verheiratet. Da ist Björni, er ist bald erwachsen. Wenn ich richtig sehe, haben wir drei Frauen, mit dem Mädchen vier, wenn sie erwachsen ist. Und ja, da haben wir einen Berg auf jeden Fall mal. Ist das schon der Kartenrand? Ja, das ist der Kartenrand. Okay. Wenn man sich so ansieht, so groß ist die Karte nicht. Ich meine, wir sind schnell da oben und recht schnell da unten. So wie es aussieht, ist das eher eine Karte, die in die Breite geht. Ja. So, du wirst Farmer. Lehmarbeiterzelt ist fertig. Björni ist erwachsen. Heirat es gleich mal. Ja, wir könnten theoretisch fischen, aber... Nee, das bisschen Fisch hier oben rentiert sich nicht. Hier unten ist gar kein Fisch. Nö. So, und wie immer speichern wir... Machen wir Saves... Speicherungen. Quick Saves gibt es ja leider keine. Aber es kann ja immer mal wieder passieren, dass wir aus Versehen in eine Indianergruppe reinstolpern, von der wir nichts wissen. Oder in irgendwas anderes. Ach ja, und ganz ehrlich, da ihr beide schon verheiratet seid, könnt ihr auch gleich mal zwei Jungs kriegen. Okay. Eisen und Gold sollte schon mal gesichert sein. Was wir jetzt noch bräuchten, wäre Stein. Gut, hier ist auch noch ein bisschen Stein. Okay, da drüben ist noch mehr Stein. Obstbäume. So, sobald eine Mühle gebaut wurde, also er hier, oh, er schläft gerade, auch gut,
Und ja, so wie es aussieht, ist das wirklich eine